Alltag. Was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? In der Umgangssprache benutzen wir das als Synonym. Also wenn die Leute von Selbstbewusstsein reden, dann meinen sie Selbstvertrauen. Wenn wir so ein bisschen daran arbeiten möchten und unsere Persönlichkeit, unser Selbstvertrauen stärken wollen, hilft es, da eine kleine Unterscheidung zu machen. Denn dann wird auch schon deutlich, wie ich an meinem Selbstvertrauen arbeiten kann. Nehmen wir es mal wörtlich. Selbstbewusstsein bedeutet, ich bin mir meiner selbst bewusst. Selbstvertrauen heißt dann, ich vertraue mir selbst. Und das Selbstbewusstsein, das ist es, womit es startet. Die Leute, vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr arbeitet. Ihr macht einfach irgendwas. Vielleicht habe ich das alles schon 100.000 Mal gemacht und dann ist es auch gut. Das ist völlig normal, dass unser Hirn dann auf automatischen Modus schaltet und die Handlung jetzt abläuft. Das ist toll, dass wir das können. Das macht es den Alltag viel leichter. Nur wenn ich jetzt an mir arbeiten möchte und ich möchte in bestimmten Situationen mein Selbstvertrauen stärken, dann ist der erste Schritt, dass ich mir bewusst darüber werde, was ich in diesen Situationen tue. Und dann ist ein Automatismus, ein automatischer Ablauf hinderlich. Denn wie soll ich jetzt mein Verhalten anpassen, mein Verhalten ändern, um mein Vertrauen in mich selbst, in meine Fähigkeiten zu stärken, wenn ich gar nicht wahrnehme, wie ich in diesen Situationen momentan handle? Deshalb ist es, wenn ihr an eurem Selbstvertrauen arbeiten möchtet, so wichtig, dass ihr anfangt, am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Das wird auch heute gerne als Achtsamkeit beschrieben. Es ist auch egal, wie man das nennt. Es geht darum, dass ich mir in den Situationen, in denen ich an meinem Verhalten arbeiten möchte, zunächst darüber bewusst werden muss, wie ich mich momentan in diesen Situationen verhalte. Und danach kann ich auch Einfluss auf das Verhalten nehmen. Je klarer mir das wird und je feiner ich mein Verhalten abstimme, umso vertrauter werde ich dann auch damit. Ja, und dann haben wir es. Wenn ich damit vertraut bin, wir sagen das ja auch in der deutschen Sprache, ich bin damit vertraut, heißt, das kann mich nicht belasten. Ich weiß, wie es geht. Das ist das Selbstvertrauen. Startet damit, euer Selbstbewusstsein zu schärfen in bestimmten Situationen. Und ihr arbeitet automatisch schon an eurem Selbstvertrauen. Hey, you, can we talk?